Hallo, wie ihr seht, geht es meine Melonenfarm. Ich zeige euch auch mal, wie das geht. Einfach hier den Hebel drücken oder betätigen. Dann werden die gecrushed und man kann ganz normal die Melonen einsammeln. So, durch nur einmal betätigen dieser Melonenfarm, ja, bekommt man über einen Stack oder mindestens über einen Stack, kommt immer darauf an, wie viel gewachsen ist. Also es kann immer nur von einer Seite zum Beispiel die Hälfte sein, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel werden. Aber wenn mal alles gewachsen ist, so wie momentan, dann wird es zwei bis zweieinhalb Stacks können es schon werden. So, das haben wir schon ein bisschen öfters gemacht und das sind schon ziemlich viele Melonen. Und wenn man da jede halbe Stunde oder so mal herkommt, dann, ja, dann kann man immer wieder ernten. Und ja, es geht eigentlich auch ziemlich schnell. Hier ist schon wieder eine gewachsen. Ja, also weiteres wird dann im Tutorial erzählt. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu diesem Minecraft-Tutorial. Wie ihr schon gesehen habt, geht es um eine Melonenfarm. Ich zeige euch auch gleich, wie das geht. Und dann müsst ihr gleich am Anfang ein 3x3 Feld. Und das 2 Blöcke tief. Und in jede Richtung 7 Blöcke, auch wieder 2 runter. 3, 4, 5, 6, 7. Und noch einen achten Block. Und das auf beiden Seiten. Genauso hier drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und noch einen achten, aber nur den oberen. Und hier das dann auch. Dann noch hier diese, wo später die Sticky Pistons hinkommen. Und dann auch nur diese 7 Blöcke eins weiter runter. Und hier dann noch was freilegen für die Redstone-Leitung. Die kann man auch gleich legen. Dann hier in der Mitte auch noch so ein Kreuz, wo man auch hier überall einen Repeater hinsetzen kann. Auf Stufe 1. Oder man lässt es dann so. Und dann kann man auch gleich schon die Leitung dort, wo später der Schalter langläuft, wenn man den betätigt. Moment, das muss ich noch kurz. Hier oben wäre dann. Und dann können wir auch gleich die Sticky Pistons. Wie ihr sehen können, werden die Sticky Pistons gleich ausgefahren. Das auch wieder auf beide Seiten. Hier auch noch. So. Und nun können wir dann auch schon mal hier die Spur rüberlegen. Das wären dann dafür da, damit die Redstone, damit durch die Redstone-Leitung die Melonen gecrushed werden, also dass sie zerfallen in Einzelteile, sodass man sie einsammeln kann. Und dann kann man glaube ich hier. Wir sehen, werden die, sobald wir den Schalter betätigen, werden sie wieder zurückgefahren. Und dann kann man auch gleich hier in der Mitte zur Beleuchtung, damit die Melonen später wachsen, gleich mal Glowstones hinsetzen. Nicht hier hinten, nur in den ersten 7. So. Und nun kann man auch gleich hier dort, wo später die Melonen hinkommen, also wenn man hier welche da die Wasserbecken einrichten, auch nur in den 7, weil dort später dann nur die Melonen kommen. Was dieses Feld hier bedeutet, erzähle ich euch später. So, das kann man dann auch gleich mit Wasser füllen. So, jetzt noch auf die auf der Seite. Sieht jetzt momentan so aus. Dann können wir gleich auch von oben das machen. Also die
die normale Pistons, die dann die Melonen oder zerstören, so, also sodass das dann zerploppt. Das auch wieder auf beide Seiten. So. Na hier, da. Und hier oben dann, egal mit welchem Material, ich mache es halt momentan mit Holz. Einfach hier rüber und Redstone drüber legen. So sieht es momentan aus. Dann hier drüber, dass die Leitung rüberläuft, nochmal hier eine Redstone. So, damit es hier hochkommt. Und dann hier. So, und nun kann man dann auch hier das Gras oder der Block hinsetzen. Die Erde muss nicht unbedingt mit Gras sein. Wenn später Melonen drauf wachsen, würde sowieso oder würde das Gras sowieso wieder weggehen. Ups, war ein Fail. Aber auch macht nichts. Damit es so aussieht. Hier kann man dann auch gleich dann Holz hin. Oder einen sonstigen Stoff, ist eigentlich egal. Und hier dann, damit man auch dorthin laufen kann. Treppen. Es passt perfekt mit dem, also man stößt eigentlich nicht an. So, dann kann man auch schon die Melonen pflanzen oder anpflanzen. Ich mache es jetzt halt mal mit Knochenmehl, damit es gleich auswächst, dass ich oder damit ich später wieder zeigen kann, wie das geht. Oder damit das auch wächst. Weil während wir noch etwas machen, wird oder sieht man, damit es wachsen kann. Ich empfehle es aber unter der Erde zu machen, weil dann diese Leitung hier nicht so komisch aussieht, sozusagen. Man kann es dann der Wand lang enthoch oder hoch machen und man sieht es nicht unbedingt. Und solange man dann irgendwie Licht hat in Form von Glowstone oder einer Fackel, wachsen die Melonen sofort oder schnell. So. Und nun zu diesen Feldern. Lieber Wasser hin und eine Fackel hier hin, weil sonst könnten hier auch noch Melonen wachsen, aber wir wollen es ja nicht, sondern dass sie hier sind. Deshalb muss ich hier hinten eine machen oder hinsetzen. Hier wieder Wasser. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Mal gucken, ob hier schon eine gewachsen ist. Nein, aber ich werde dann. Moment. So. Nehmen wir an, es würden welche wachsen. Ist eigentlich ganz egal wo. Also es sind welche gewachsen, dann würde hier das runtergezogen, von dorthin kommt Wasser und hier oben wird es dann gecrashed. Das heißt, wenn ich hier runterziehe, wird von oben gecrashed und dann wird durch das Wasser hinten die Melonen hergespült. Wie ihr seht, habe ich hier momentan keine. Nur durch diese paar habe ich dann ganz klar schon über ein Stack. Und ab und zu kann es sein, damit hier auf den Rändern, wie hier zum Beispiel, eine Melone liegen bleibt. Deshalb kann man hier ganz normal rüberlaufen. Dann auf hier und es dann einsammeln. Und wenn man es nicht macht, ja, man hat sowieso ziemlich viel, deshalb macht es wahrscheinlich nicht so viel aus. Man könnte es wahrscheinlich verschönern, aber momentan sieht es so ganz gut aus. Wenn es noch weiterhilft, kann man auch noch hier über die Blöcke noch einen Glowstone legen. So dass es da mehr Licht hat und wenn man es noch viel besser machen will, kann man auch hier die Sticky Piston draus machen, hier eins drüber setzen, das muss man es dann auch höher setzen und dann einfach hier an den Sticky Piston ein Glowstone und dann zu der Glowstone die Melonen crushen, aber trotzdem bekommt man noch
Also, es hat den gleichen Effekt wie jetzt. Nur jetzt braucht man nicht so viele Rohstoffe. Nur wenn man halt viele hat, dann kann man es auch verwenden. So, danke. Das war's dann von diesem Melon-Tutorial. Ich hoffe, euch hat es weitergebracht. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Natürlich über gute Bewertungen. Wenn es gut war, könnt ihr es natürlich weiterempfehlen. Wenn nicht, dann könnt ihr mir auch sagen, was der Fehler war und was das Problem war. Ja, also, Dankeschön und viel Spaß noch. Tschüss.